Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lautschmann und ich begrüße euch wieder beim Metro. Ich hoffe, Hallihallo. Sie hören auf mich. So. Liebst du sie? Wir gehen mal weiter. Wir wollen uns jetzt nicht so lange daran aufhalten. Wir wollen ja wieder ein Stück machen. Mal gucken, vielleicht. Wir gehen mal erstmal wieder zur Werkbank. Vielleicht hat er auch eine Verbesserung für uns. So, der Bär hat uns ja alles Mögliche gekostet. Okay. So, so viel haben wir auch nicht eingesammelt, dass das ja. So, okay. Gut. Hast du noch was für mich? Artyom, ich habe die Geschichte noch niemandem erzählt, aber ich möchte, dass du sie erfährst. Aha. Weißt du, ich hatte diese Pistole von Tarkalev. Ein narrensicheres Ding, das mich nur einmal enttäuscht hat. Es war eine großartige Waffe, voller Schusskraft, durchschlug jede Körperrüstung, in der man sich bewegen kann. Aber sie hatte nur 8 Schuss. Und tja, die haben einfach nicht gereicht. Ich traf auf ein paar Banditen, die eine Familie quälten. Und da konnte ich einfach nicht. Also zog ich ab. Ich erwischte alle, bis auf einen. Und dieser Mistkerl traf mich ganz übel. Als die Leute vom Orden eintrafen, war ich schon halb tot. Hielt sie für Engel. Wie auch immer, ich will dir sagen, warum ich das erzähle. Heute sind wir weniger Leute, als ich damals Kugeln hatte. Also bitte, seid vorsichtig in dieser radioaktiven Halle. Okay. Ich gebe mal Mühe. Toll, ich dachte, er hätte jetzt noch was für uns, aber nö. Okay, dann beeilen wir uns jetzt ein bisschen. Wir wissen ja genau Bescheid, wir müssen eigentlich auch nur wieder. So, wir müssen eigentlich nur wieder zur Karte und dann passt es eigentlich schon. So. Ich verstehe. Komm schon. Novosibirsk. Wir kommen. Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns und endlich nähern wir uns Novosibirsk, einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist, für das Medikament, das sie retten könnte, irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen. Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird. Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Genau. Wir die Medikamente, die wir für Anna brauchen. Leute. Ich glaube, das ist auch das letzte Kapitel. Komm schon. Tu es. Komm schon, do it. Everybody in the house. So. Strahlung müssen wir auch aufpassen. Wird nicht ohne sein. Na? Hoffentlich kriegen wir da jetzt mal ordentlich Munition. Aber ich glaube es ja wieder nicht. Es könnte auch jetzt mal wieder weitergehen. Wir waren lang genug jetzt in dem Ladebildschirm. So, sehr schön. Oh ja, das hört man direkt.
Okay. Was sagt man dazu? Wir sind in Novosibirsk. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder auf irgendwelche Verrückten treffen. Die Brücken sind unbeschädigt und die Strahlung steigt wie verrückt an. Ich denke, dieses Mal gibt es keine Verrückten. Schon verrückt genug, dass wir hier sind. Die Häuser sind auch unbeschädigt. Sam, wie sieht's mit der Strahlung aus? 8-mal höher als in Moskau und weiter steigend, Oberst. Ich würde sagen, wir bleiben nicht zu lange draußen. Bist du bereit, Artyom? Ja, logisch. Mir nach! Die Lage scheint hier komplexer zu sein, als wir dachten. Aber die Zeit ist knapp. Daher probieren wir es auf dem direkten Weg. Wir müssen den Plan überdenken. Yermak! Wir nehmen die Aurora nach Süden, zur Verladestation Sibirskaya. Stepan! Kest, Sam und ich kümmern uns um das Institutsgebäude in Akademgorodok. Unterwegs statten wir dem Eisenbahnmuseum einen Besuch ab. Vielleicht gibt es dort etwas für die Aurora. Idiot! Ich bleibe, um mit Tokarev die Aurora zu bewachen. Gut, Artyom und ich werden das Hauptgebäude des Instituts durchsuchen. Die Strahlung ist hier viel zu hoch. Daher versuchen wir, durch die Metro dorthin zu gelangen. Tja, genau. Legen wir los. Also wir wenigstens Glück, nicht allein. Viel Glück. Jo. Kannst du bitte auf sie aufpassen, bis Artyom und ich zurück sind? Bitte? Na klar. Teddy und ich werden sie bewachen. Hilfst du mir, Teddy? Gefreiter Teddy, Auftrag angenommen. Hey, sehr schön. Gehen wir jetzt nochmal bei Anna vorbei, oder? Wie sieht das aus? Geht ihr jetzt? Ja. Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Ja, das haben wir Danke, vor. Danke, Katja. Gut. Alles klar. Dann gehen wir jetzt. Komm rein, Katja. Bis? Auch mit dir von rein. Oh Mann, Anna, halt durch. Wir kommen bald wieder mit Medikamenten, die dir helfen werden. So. Komm bald zurück. Ja. Dich zu sehen wäre für sie die beste Medizin. Ja. Ihre Ausrüstung, Herr Oberst. Vielen Dank. Oh yeah. Und für mich? Artyom, das hier ist nicht Moskau, wo du monatelang draußen herumlungern kannst. Wer weiß, welche Monster hier leben. Daher überleg dir gut, was du mitnimmst. Ich warte am Auto auf dich. Deck dich ein, Artyom. Ich habe deine Waffen gereinigt und alle übrige Munition und Ressourcen hier reingetragen. Okay. Du wirst sie brauchen.
Okay. Cool. Ja, dann geht's los. So, wo ist er denn, unser Mannequin Piece? Ist er schon weitergelaufen, Drecksack? Nö. Hä? Wo ist denn der jetzt? Hallo? Ah, da. Sind Sie bereit? Sind wir. Also, Artyom, das ist deine Chance. Unsere letzte Chance, Anna zu retten. Wir müssen sie nutzen. Ja, an mir soll es nicht liegen. Steig auf. Ja. Gut, dass wir ihn dabei haben. Vielleicht wird es jetzt nicht so schwierig vom Weg her. Also, dass wir immer wissen, wo wir lang müssen. Wir sind jetzt Ihre letzte Hoffnung. So, dann schauen wir mal. Okay. All diese Waggons, die hier festsitzen. Eine fehlgeschlagene Evakuierung, nehme ich an. Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu gelangen. Da müsste der Eingang zum Metro sein. Ja. Kann schon sein. Wir können den Wagen nicht zurücklassen. Wir brauchen ihn für den Rückweg. Also, auf geht's. Okay. Ich wollte gerade sagen, machen wir Lichter. Findest du die Reise zu deinem Traum? Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Das sehe ich. Naja, lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Archon. Das kriegen wir hin. Ja. Ich glaube, ja, da könnten wir durchkommen. Festhalten! Hätten wir diese Reise nicht gemacht, ging es Anna besser. Also von daher, zu was für ein Preis. Auch wenn wir wussten, dass es da mehr gibt. Oh, der ist aber gut. Die Armee ließ den Verkehr blockieren und die Stadt wurde mitten während der Evakuierung getroffen. Das ist doch Metro. Okay. Ich bleib hier. Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Zu viel Schnee. Übernimm das Steuer, Artyom. Okay. Also gut. Laut Karte ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. Ich fahre einfach mal jetzt. Auf dieser Straße müssten wir ins Stadtzentrum kommen. Nimm die, aber halte weiter die Augen offen. Ja, gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zur Metro. Weiß es nicht. Sollen wir mal auf die Karte gucken? Oh, so viel Schnee. Und der Sturm wird jede Minute heftiger. Okay, keine Karte. Komisches Gefühl. Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Du und dein Moskau. Verdammt, also gut. Fahr direkt durch den Hof. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Okay. Hier, der Hof zur Linken. Nicht so hektisch. Wenn wir stecken bleiben, sind wir erledigt. Geradeaus. Ah, er lenkt uns. Das ist gut. Vorsichtig, Arthur. Vorsichtig.
alles gut bisher, oder? Das Wetter wird immer schlimmer. Genau wie die Strahlung. Hier können wir nicht bleiben. Nach links. Da, über den Weg müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Okay, dein Wort in Gottes Ohren. Gott verdammt! Noch ein Haufen Autos. Hier scheint ein Panzer durchgefahren zu sein. Das war's von mir. Okay. Jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Und wir müssen uns beeilen. Die Strahlung steigt an und die Filter halten nicht mehr lange. Okay. So. Na los, auf geht's! Wir müssen uns beeilen, sonst sind wir erledigt! Ich bin doch da, Mensch! Chill mal deine Base! Aufpassen, der Schnee ist tief. Okay. Bin direkt hinter dir, alles cool. Weiter. Ja. Geht ja weiter. So. All right. Können wir mal hier jetzt runtergehen, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ja, hier. Yeah! Wow! Yeah! Aber hier kommen wir auch, so kommen wir auch zur Metro. Und der andere auch jetzt runter. Hallo. Oh, endlich sind wir da. Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Hm. Ah, hier. Das ist mal ein Einsturz. Durch den Waggon. Ich helfe dir, ihn zu öffnen. Lass uns das machen. Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Kann sein. Lass uns weitergehen und die Augen offen halten. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Wenn es Überlebende gibt. Wir müssen zur Station am Leninplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Okay. Die Metro ist hier nicht sehr tief und durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Hier ist irgendwas. Hier unten ist es etwas sicherer. Hier oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Die Tunnel, das ist ja genau wie zu Hause. Wir sind hier ganz in unserem Element. Okay. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Echt? Cool. Sehr schön. Wirkt auch jetzt wie die Metro. Schon wieder Mutanten. Was, wo? Die haben es auf uns abgesehen. Tja, sollen sie es doch versuchen. Diese Mutanten, die kriegen wir schon. Der direkte Weg ist versperrt. Seh dich mal um, Artyom. Wir müssen in den angrenzenden Tunnel gelangen. Mhm. Ah ja. Oh. Artyom, festhalten! Nimm das! Alles in Ordnung? Gut. Na, okay. Los, kommt schon. Ja, geil. Fängt schon wieder gut an.
schon. Komm schon. Boah, da kommt wer. Bereit machen. Wer? Wer kommt? Hallo? Ah. So, komische Nasenbücher. Alter, wie viel kommt denn da noch? Ja, nice. Hau ab, du hässliches Vieh. So. Alter, was ist das? Wir haben wieder keine Munition. Nice. Verdammt. Vermutlich sind die mit den Mutanten zu Hause gerannt. Weiß jetzt gerade nicht, was du laberst. Ist mir auch jetzt gerade egal. Bin jetzt mal hier lang gegangen. So, okay. Sagt man eigentlich hier Dings? Ah, wir müssen da lang. Komm was. Noch eine Sackgasse. Hallo? Die Brücke ist hinüber. Üblicherweise finden sich in solchen Sandern zwei Etagen. Lass uns versuchen, nach unten zu gelangen. Ja, von mir aus. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Episode. Wenn es dann wieder heißt Metro Exodus, dann geht es weiter in Novosibirsk im Underground. Bis dahin. Macht es gut und wenn euch diese Episode gefallen hat, wisst ihr Bescheid, könnt ihr gerne ein Like da lassen, könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, bye, bye.